Ciao, ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Diesmal eine kleine Informationsvideo-Weitergabe-Gerät-Ding. Ich habe die 600 Abonnenten geknackt. In fetten Fängt dafür erstmal. Da kommt auf jeden Fall noch ein kleines Video dazu oder ein größeres Video dazu. Mit irgendeinem Special oder vielleicht irgendwas. Keine Ahnung, was ich da mache. Auf jeden Fall kommt da irgendwas dazu. Ja, genau, dazu erstmal. Dann würde ich mal sagen, ich habe jetzt mal einen riesigen großen Schritt gemacht in Richtung Technik. Ich habe mich technisch komplett neu ausgerüstet. Ich habe mir Sachen gekauft, da denkst, hey, oh, jetzt spinnt er aber, hey. Ich habe mir gekauft ein Stativ, eine Kamera, einen Kassettenrekorder. Also damit würde ich mal sagen, bin ich gewappnet für YouTube die nächsten 20 Jahre. Da bin ich auf jeden Fall sicher dabei. Ja, genau. Und wegen noch technische Weitergabe ist auf jeden Fall noch was anderes. Ich bin jetzt auf Facebook. Ja, wunderbar. Endlich habe ich es geschafft, auf Facebook zu kommen. Ja, genau. Es hat eigentlich bloß Vorteile. Ich bin auf Facebook unter, wer wird's wohl denken, Zirngiebel TV vertreten. Und das ist einfach praktisch. Man schreibt in Facebook rein, ja, Livestream in 3 Stunden kommt's her. Und dann sehen Leute, aha, der macht einen Livestream in 3 Stunden. Aha, ich denke, man schaue ich zu. Oder eben auch nicht. Es ist, mein Gott, es ist so viel einfacher auf Facebook. Ich kann mal Videos posten, ich kann mal, weiß ich nicht, andere Kanäle da posten. Irgend so eine Scheiße halt, mein Gott. Wer auf Facebook ist, denkt sich, ey, endlich ist er auf Facebook, der Idiot. Und wer nicht auf Facebook ist, denkt sich, warum ist der Idiot auf Facebook? Sowas in der Art wahrscheinlich. Aber es ist halt einfach mal so, einfach mal den Link auf Facebook liken und dann da regelmäßig checken. Jetzt ist gestern aufgemacht worden, ich glaube vorgestern aufgemacht worden, keine Ahnung, irgendwo so in dem Dreh. Und dann einfach mal da schön auf Facebook klicken, liken, dann nichts verpassen auf keinen Fall und nichts verpassen. Warum eigentlich? Das sieht man doch eigentlich so. Nee, nicht mehr. Es kommt eine winzig kleine Änderung. Ich mache jetzt zum Beispiel, ich meine zurzeit, auf Zirngiebel TV jetzt MW3 Folgen, Shooter Shine, Battlefield 3 und da auch Gameplays und auch Angry Sniper und so weiter und sowieso Gameplays von allen möglichen Spielen. Und dann würde ich auch mal sagen, weil ich ja jetzt ein Supersuchti-Vollmitglied bin, also ich heiße, nee, das heißt also, ich bin ein Supersuchti-Vollmitglied, schön zweimal gesagt. Und deswegen werde ich auch bei denen jetzt mehr Gameplays hochladen, wie es früher die Sache war. Und deswegen werde ich auch die Gameplays, wo nicht auf Zingiber TV kommen, einfach auf Facebook posten und auch nochmal auf YouTube posten, in dem Feed drin posten und nochmal in einem anderen Video posten. Also wenn jetzt zum Beispiel, bloß ein kurzes Beispiel, ich mache jetzt 2 Videos in Battlefield 3 für die Supersuchtis und dann kommt nochmal ein Video von mir auf Zingiber TV in Battlefield 3, ein anderes natürlich. Und in dem sage ich dann kurz, hey, die neuen Videos schon gesehen auf DSS, dann einfach mal vorbeischauen und dann werde ich die Links unten rein posten in die Kommentare, in die Beschreibung meine ich. Und dann verpasst ihr auch da nichts. Also es ist dreimal gesichert, es ist im Video steht es drin, im Facebook und in YouTube. Also man verpasst es nicht. Ich werde einfach jetzt mehr Sachen auf DSS hochladen, die Gameplays und werde mich zu, ja, mein Gott, ich werde halt auf Zinkable TV mehrere Let's Plays dann nämlich darauf konzentrieren und auf DSS eben dann die Gameplays. Das heißt auf keinen Fall, dass auf Zinkable keine Gameplays mehr kommen. Ja, Schmarrn, wer sagt denn sowas? Also ich weiß das nicht. Also, nee, nee, nee. Nee, und wenn es da irgendwie Fragen gibt oder so oder Beschwerden, keine Ahnung, einfach in Kommentare schreiben oder runterschreiben in die Kommentare oder eine private Nachricht schreiben oder so oder weiß ich nicht, irgendwo schreiben und in Steam, in Origin, in PS3, in Xbox bin ich überall jetzt. Und Xbox, schönes Stichwort eigentlich. Ich habe ja jetzt auch durch meinen Kassettenrekorder, habe ich jetzt die Möglichkeit auch mit die Xbox aufzunehmen in schön HD. Wer es gesehen hat, schon das Testvideo hat es gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, anschauen. Ja, ich kann jetzt auf der Xbox und auf der PS3 natürlich die Sachen in HD aufnehmen. Wunderbare Sache. Und auch von eben den beiden Konsolen streamen. Das heißt, ich habe schon mal das probiert jetzt mit einem Battlefield 3 Stream von der Xbox eben aus. Das lief super flüssig, das lief besser als PC. Und deswegen werden auch, ja, da Livestreams kommen und von der PS3 und vom PC sowieso. Also von jeder Plattform, es kommen Livestreams und deswegen will ich auch Facebook, weil da sieht man eben, aha, der macht einen Livestream, dann schaue ich da mal vorbei. Wunderbar, es ist so einfach eigentlich. Ja, genau, was haben wir jetzt?
Jetzt haben wir einen Kassettenrekorder, Facebook, mehr Gameplays auf DSS, also die Supersuchtis. Und ja, das war es eigentlich auch schon, was ich damit sagen wollte, mit einem kleinen Informationsvideo. Es kommt ein 600-Abonnenten-Special, vielleicht irgend so ein kleines Video, wo ich es mal kurz erwähne oder so, weiß ich nicht. Zu Ostern, keine Ahnung, irgendwie so eine Scheiße halt. Ja, genau. Dann war es eigentlich von mir schon. Dann würde ich mal sagen, schmeiße ich mal eine Pizza in meine Xbox rein und esse mal ein Spiel. Und dann einen fetten Fang fürs Zugucken. Schönen Day noch, bis zum nächsten Mal. Facebook liken, DSS abonnieren, wenn ihr wollt. Mein Gott. Und ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.